Hallo Freunde und willkommen zu einem kleinen Let's Retro im Zuge der WM 2014, nämlich Sensible Soccer von Sensible Software aus dem Jahre 96, allerdings mit aktuellen Spielern und Clubs. Ja, und wir machen heute ein kleines Testspiel, in dem wir Brasilien spielen gegen, weiß ich noch nicht, mal gucken, was ich hab's noch nicht ausprobiert, gegen wen wir alles spielen können in internationalen Clubs. Oh, das Lied ist so geil. Das feiere ich gerade im Moment, das Lied, das ist einfach geil. Ich mag da auch gar nicht zwischenquatschen. Und wie jeder weiß, wird Deutschland dieses Jahr Weltmeister in Brasilien, das wissen wir alle. Und ich denke, wir legen einfach mal los zum ersten Testspiel. Ich spiele das Ganze mit der Tastatur und ich muss auch sagen, dieses Spiel wird immer noch gespielt in einer großen Liga. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was für ein Umfang oder so. Das werde ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall starten wir unser erstes Testspiel. Ich weiß gar nicht, machen wir mal ein Friendly-Spiel einfach mal. Wir nehmen... wir können ja gar nicht Brasilien nehmen. Da müssen wir Südafrika ist klar, Südamerika. Dann spielen wir einfach mal, weil wir es ja gar nicht können, spielen wir einfach mal Deutschland. Italien ist mir eigentlich zu schwer. Ich will auch was Leichtes erstmal haben. Och, wir spielen mal gegen Estonia. Es tut mir leid. Wie man sieht, sind die Originalteams drinne jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht... müssten eigentlich vom Stand von 2011 sein. Wir gucken einfach mal. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir können es einfach mal spielen. So, und wir sind natürlich weiß. Oh, ist das laut. Ja, Deutschland! Deutschland! Und wir sind oben und ich hasse es, unten aufs Tor zu schießen. Es geht los! Ich hab's lange nicht mehr gespielt. So. Einwurf für uns. Oh, was ist das? Ach ja, so macht man Pass, alles klar. Ich habe jetzt keine große Zeit, irgendwie was zu erklären. Man muss sich verdammt konzentrieren. Bei dem Spiel. Huch. Ich gebe ab. Oh, gehalten. Schade. So, 10 Minuten sind bereits rum. Ich habe die Zeit jetzt erstmal auf Default gelassen, damit das nicht so lange dauert. Ach, da war gar keiner. Ich wollte jetzt... Oh, na! Wie gesagt, die Grafik ist von 96. Ja, oh! Ich dachte, der Ball war drin. Ecke für uns. Ich schieß mal hier rüber. Huch! Das war auch sehr gut von mir. Nein! Boah, Manuel Neuer hat gehalten. Ich weiß gar nicht, den Torwart können wir nur indirekt... Ah! Foul! Kontrollieren. Oh. Ich bin froh, wenn ich oben aufs Tor schießen kann. Einwurf für uns. So, wen haben wir denn hier? Wer kann denn einwerfen? Müller. Ich muss sagen, ich bin nicht so Fußball... Oh! Fußball... so kein Fußballfanatiker. Das heißt, ich kenne mich mit den Regeln nicht allzu gut aus. Ich gucke immer nur, wenn EM und WM ist. Oh, ich übersteuere gerade, sehe ich. Und schon wieder macht Müller Einwurf. Ha! Ich wollte eigentlich zu dem da oben schießen. Nein! 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 Das gleichen wir natürlich wieder aus. Ja, genau, Alter. Wollte gerade sagen, jetzt faul der Computer, weil er Angst hat. Ja, das war doch ein Tor. Oh, was für ein peinlicher Start. Meine Saison. So. Nein, jetzt verliert er den Ball. Ey, ich glaube es nicht. Hat genau vor dem Tor am Elfer gefoult. Ja. Ah. Oh. Ja, Kopfball weg. Und... Ah, fuck it. Nein, nicht schon wieder. Und es ist gleich Halbzeit. 45. Minute bricht gleich an. Alter, da faulen die denn, ey. Okay, es steht 0-1.
Oh Mann. Das kann ja gar nicht sein, dass Estonia ein Tor hat. Okay, dann werden wir die Estonen jetzt mal aufrauchen. Oder auch nicht. Obwohl ich gegen ein relativ leichtes Computerteam spiele. Wenn ich gegen Italien gespielt hätte, dann... Was hat der? Er quält sich da. Dann hätte ich gleich schon, glaube ich, 5-0. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Drei Chinesen mit Kontrabass! Nein! Nein! Ach, ich hoffe, das wird besser. Ah ja, nein, da stand keiner. Oh, Leute, was macht ihr denn? Yogi wird nicht zufrieden sein. So. Oh, ja! Ja! Tor! Alter, was ein schönes Tor! Das war doch geil. Das war ein schönes Tor. Ich sag ja, 1-1 in der 59. Minute. So. Und wir werden... Nein, schieß! Oh, Alter, ich muss mir angewöhnen, mal richtige Passes zu machen. Ja! Ja! Oh, nein! Ich bin total angespannt. Meine Hände schwitzen. Oha! Boah, Alter. Hier. Oh, verdammt. Es ist gar nicht so einfach, muss ich dazu sagen, wie in den heutigen Computerspielen, zu Pass zu machen und zu dribbeln. Das ist extrem schwer, finde ich. Ich denke nicht, dass das ein heutiger Gamer hinkriegen würde, richtig. Ohne sich erst dran zu gewöhnen und... Ja, hüpp, hier rüber. Oh... Oh, langsam spiele ich mich warm. Hupp. Nein, komm, weg da. Ja, genau, Alter. Schieß den dann nochmal ran. Ach, Mist. Scheiße. Nein. Nee, nix da. Oh. Das war absehbar. Ja, was ein schönes Ding, ey. Ja, gucken wir uns das nochmal in der... Oh Gott, wie peinlich, ich schreie die ganze Zeit rum, ich übersteuere. Wie man sieht, dieses Spiel ist sehr mitreißend. Und ich denke, wir... Oh, da war keiner. Wir werden es die ganze WM überspielen. Immer mal wieder, neben Minecraft. Mehr schaffe ich im Moment ja nicht. So. Ja. Oh! Oh! Hab ja nochmal nachgeschossen. 85. Minute. Fast geschafft. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen mehr reinbekommen. Ah, ich hab's... Ah, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. So, hierhin, dahin. Nein! Zu früh weg. Sieg! Sieg für Deutschland! Sehr schön. So soll es sein. Was für ein Testspiel. So, eins werde ich nochmal machen. Nein, wir machen kein Replay. Wir machen nochmal einen Friendly. So, wir werden nochmal Deutsch... Nein. Huch! Das ist jetzt die Liga. Ah, Quatsch. Ach so, World. Warte mal. Habe ich jetzt die richtigen Einstellungen? Friendly. National Teams Europe. Germany. So, wir spielen Aserbaidschan. Austria. Das ist Österreich. Gegen Frankreich. Wir spielen mal einfach jetzt gegen ein stärkeres Team. Nein, nicht Finnland. Ich wollte eigentlich hier Frankreich. So. Okay, wie man sieht an den Sternen sind die sehr stark. Wir haben dafür bessere Spieler. Also wie stark diese Figuren jetzt dribbeln können und schießen können und Pass machen können. Obwohl das stark auch von uns abhängt. So. Wir sind unten. Ah, nein! Man merkt gleich schon zu Anfang, dass dieses Team wesentlich aggressiver spielt. Ah, Gnarf! Gnarf! Oh, Alter, stand wieder keiner. Das Spieltempo ist deutlich höher. Aber... Ah, jetzt verliert er den Ball da. Echt, echt. Das kann doch nicht, gar nicht sein. Ah! Oh. Den haben wir gefallen. Fahren wir da alle weg? Oh, nein! Ich versuche jetzt einfach mal den Kasten sauber zu halten. Oh. Wow!
Das wäre das dollere Schuss gewesen, wäre da glaube ich drin gewesen. Boah. Ah, spiele ich. Alter, die passen ja ganz schön gut. Nein! So, ich glaube, den Torwart kann ich doch ein klein wenig lenken. Aber nur ein klein wenig. Ja, ja, nein, doch. Ja, jetzt habe ich die Chance, jetzt habe ich die Chance. Oh, ja, ja, scheiße. Unsere erste Torchance, unsere reelle. So, und ich bin jetzt etwas ruhiger, weil das Spieltempo höher ist. Boah, Alter, das war wieder gefährlich. Ecke für Frankreich, wollte gerade Italien sagen, weil die blau sind. Nein, nein! Entschuldigung, wenn das zu laut ist. Ja. Hab nicht aufgepasst. Ich hab nach oben geguckt, weil ich dachte, der Ball fliegt nach oben. 1-0 für Frankreich. Und ja. Oh, fuck it. Oh, die halten den Ball. Oh, nein. Nicht schon wieder, ey. Nicht in der 42. Minute. So, hier. Nein. Oh, verdammt. Alter, die nehmen uns den Ball so weg. So, es steht wieder 1-0 für Frankreich. Entschuldigung, dass ich etwas laut spreche, aber es ist so laut auf dem Ohr. So, wir müssen aufs untere Tor schießen. Mache ich ja nicht persönlich nicht so gerne. Ist nicht meine Seite. Da. So, da stand wieder keiner oder was? Oh, jetzt bewegt er sich nicht. Oh. Oh, lauf hinterher. Mann, jetzt triggert er die Leute nicht richtig. So. Okay, den hätte ich. Oh, scheiße. Alter, die nehmen uns den Ball von hinten weg. Die laufen so schnell, die Franzosen. Nein! Oh. Jetzt habe ich keinen. Oh. Hatte ich keinen da vorne, zu dem ich passen konnte. Nicht passen hätte können. Alter, die nehmen uns das Ding, die Pille so weg. Wir haben so viel Torchancen, wir sind so grottig. Ja, nimm ihn doch. Oh, Alter. Gott sei Dank, der Torwart nimmt ihn nicht in die Hand. Nein. Alter. Ja, nimm ihn doch in die Hand. Was war das denn? Guck mal an, da schießt sich. Da nimmt der Torwart. Ich hätte einfach drücken sollen. 2-0. Oh, ich. Und das mit dem Computerteam. Vielleicht werde ich es mal irgendwann wagen, mal gegen echte menschliche Spieler zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert so wirklich. Das werde ich dann natürlich mit euch zusammen machen. Damit ich nicht so alleine bin. Oh, scheiße! Entschuldigung. Schade, meine ich. Alter. 83. Minute. Also ich würde das auch gar nicht länger aushalten, glaube ich. Wenn ich 5 Minuten spielen würde, statt 3. Ja, genau, ey. Mit aller Gewalt. Ich weiß gar nicht, wer da gefoult worden ist. Wo soll ich denn hinschießen? Genau, da. Oh, Alter. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Oh, nein! Oh, in der letzten Minute hätten wir ein Tor schießen können. So, meine Freunde. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen beim ersten Testspiel. Eins gewonnen, eins verloren. Und wir werden mal auch einen kleinen World Cup spielen. Ja. Heute Abend sind die nächsten beiden Spiele der Weltmeisterschaft. Also in echt. Ich weiß gar nicht, wer spielt. Auf jeden Fall Spanien, das weiß ich. Um 0 Uhr. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Vielen Dank fürs Zusauen. Und ich schimpfe immer. Tschüss!